Pater Stefan haut kräftig in die Tasten. Er ist der letzte Mönch der Abtei Himmeroth. Seine Mitbrüder haben das Kloster schon lange verlassen. Ich bin einfach hier und ich bin gern hier. Ich gehöre hierher und bleib auch hier. Wie früher gibt es im Kloster noch eine bescheidene Herberge. Hier möchte ich das Wochenende verbringen. Ich bin die Caroline. Hallo. Caroline Hörschel vom Klosterförderverein verwaltet das Gästehaus. Geht es nach ihr, soll möglichst alles so bleiben, wie es ist. Zimmer 22. Alles klar, vielen Dank. Das Bistum möchte aus dem Kloster aber ein privates Hotel machen und diese einfachen Kämmerchen aufhübschen lassen. Zugegeben, viel einfacher geht nicht. Dafür stimmt die Aussicht. Schöner Blick. Um 6, 18 Uhr. 6 ist Abendessen. Alles klar, da werden wir uns sehen. Vielen Dank. Prima, bis nachher. Bis dann, tschüss. Vor dem Essen gibt es eine Meditation für die, die wollen. Für mich ist das Neuland. Ich bin nicht katholisch und war sehr lange nicht in der Kirche. Trotzdem mache ich mit, komme hier aber nicht wirklich zur Ruhe. Ich frage mich, wie das bei den anderen Gästen ist. Beim Essen lerne ich sie besser kennen und frage sie, ob für sie das Religiöse wichtig ist oder eher die schöne Kulisse. Darf ich Sie fragen, warum kommen Sie hier ins Kloster? Also tatsächlich, weil unsere Mutter ist vor fast 4 Jahren gestorben und die war sehr gerne hier, aber weil wir einfach auch gerne hier waren und erinnern uns halt auch in vielen Momenten an sie. Ja. Ein schöner Kurs. Einer der Anziehungspunkte für die Gäste ist Pater Stefan. Er ist als Seelsorger geblieben, als der Konvent 2017 aufgelöst wurde. Er lädt mich zum Waldspaziergang ein. Muss ich jetzt auch kurze Hose? Ja. Muss ich jetzt auch kurze Hose anziehen? Nein, muss nicht. Darf ich so in die dicke Jacke gehen? Mit Waldspaziergang meint Pater Stefan joggen. Und das auf seine ganz eigene Art. Ich habe großen Respekt. Sie werden am Karfreitag 90 und joggen durch den Wald, jeden Tag? Ja, fast jeden Tag. Mein Hausarzt hat gesagt, bis 105 wird er mich noch durchbringen. Da hat er tatsächlich. Wie stehen Sie zu den Plänen, die gerade gemacht werden, das Kloster doch umzuformen, ein Gästehaus draus zu bauen? Ja, wenn es nur ein Gästehaus wäre, wäre es okay. Aber ein Hotel wollen wir nicht. Ist auch für die Umgebung, die kommt nicht hierher, um in einem Hotel zu übernachten. Dann können sie so anders hingehen. Das klingt nach Spannungen. Die Abtei war schon lange runtergewirtschaftet, deswegen hatten Stefans Mitbrüder aufgegeben. Nun steht das Riesenanwesen unter der Verwaltung des Bistums, zuständig Rektor Reinhard Bohlen, selbst Priester. Herr Bohlen, ziehen denn hier am Kloster alle an einem Strang, wollen alle das Gleiche? Das würde ich nach meiner Einschätzung nicht sagen. Das ist aber für Himmeroth nichts Besonderes. Ich bringe ja auch die prekäre Lage des Klosters in den letzten Jahren damit in Verbindung, dass hier eben nicht alle an einem Strang gezogen haben. Der Rektor und Pater Stefan verstehen sich anscheinend nicht besonders. Ein Investor soll den Stillstand in der Problemimmobilie beenden. Wolfgang Scheidweiler. Er hat schon in mehrere ehemalige Klöster investiert. Wir sehen jetzt hier die bisherigen Gästezimmer, die natürlich sehr schön sind, wunderbare Türen, auch noch gute Holzböden, aber natürlich kein Bad haben. Aber im heutigen Standard muss ein kleines Bad eingebaut werden und das lässt sich auch machen. Hier im ehemaligen Kreuzgang des Klosters frage ich mich, was vom religiösen Teil von Himmeroth wohl übrig bleibt, wenn das hier mal ein Hotelflur ist. Meine Intention ist es, dieses Kulturgut zu erhalten und so viel zu verdienen, dass man sich das leisten kann, dass man nicht von außen jeden Monat Geld zubringen muss, denn die Töpfe für Denkmalschutz werden weniger, die Kirche hat auch nicht mehr wirklich viel Geld. Aber das Bistum braucht frisches Geld, kann die Kosten alleine nicht stemmen. Und doch steht Scheidweilers Engagement auf der Kippe, weil er spürt, dass ihn hier nicht alle haben wollen. Dann ist Palmsonntag, mein letzter Tag in Himmeroth. Die Herbergsgäste sind zur Palmprozession gekommen und viele Einheimische. Sie alle wollen, dass ihr Kloster erhalten bleibt. Ich habe den Eindruck, dass die beiden Seiten gar nicht so weit auseinander sind. Alle möchten, dass Himmeroth als religiöser Ort weiterlebt. Und ich? Für mich hätte etwas weniger Religion auch gereicht.
Aber der Ort hat auch mir sehr gut getan.